Das Löwentor ist ein Traditionsgasthaus, urkundlich das erste Mal erwähnt, 1701 als Gasthausbetrieb. Der jüngste Bereich des Hauses stammt aus dem 18. Jahrhundert, nämlich 1748. Das heißt, man kann mit einem Schritt durch die Epochen reisen. Also das Gasthaus lag schon immer auf einer Handelsroute zwischen Speyer und Augsburg und noch auf der Turn- und Taxistrecke zwischen Mechelen und Wien. Und daher kommen auch diese schwarz-gelben Farben. Das heißt, das waren die Grundfarben der Turn- und Taxis. Die gesamte Geschichte ist im ganzen Haus noch zu spüren. Im Innenhof haben wir immer noch unseren Kutschendrehplatz. Das Rückgebäude wurde als Stallung genutzt. Die Futternischen sind noch im Ansatz enthalten. Das Haus und ich, ja. Wir fühlen uns gegenseitig, glaube ich, sehr verbunden. Sobald man aus dem normalen Leben in das Gasthaus ritt, fühlt man einfach eine ganz andere Zeit. Durch das Ambiente und das Gebäude, die knarzenden Balken, der schräge Boden. Selbst wenn man jeden Tag hier im Haus ist und mal wieder durch die Räumlichkeiten schaut, bekommt man wieder einen ganz anderen Bezug zu dem Haus. Und das lässt diese Liebe stetig aufflackern.